Herzlich willkommen zu Fun and Drive, dem Automagazin, das im Dezember immer so nachdenklich wird. Da wird über Landesgrenzen hinweg im Namen der christlichen Religion ein Shopping-Kalifat errichtet, dessen Marktgesetze für alle verbindlich sind. Der, wer im öffentlichen Leben teilnehmen will, muss täglich in den Konsumtempeln einen großen Teil seines Geldes opfern. Aber sollte jemand in diesem Käuferkampf auf der Strecke bleiben, so fährt er mit einer Luxuslimousine in das Shoppingparadies, wo 72 Kreditkarten auf ihn warten. Diese Edelkarosse ist gerade wieder auferstanden, zumindest dem Namen nach. Totgesagte Leben länger wäre ein platter Einstieg für die Renaissance des Namens Maybach. Unter der Bezeichnung Mercedes Maybach S-Klasse definiert Daimler keine Ausstattungslinie, sondern eine Submarke wie AMG. Damit das auch alle sehen, wurde der Zierrat der abgewickelten Luxuskarosse halbwegs dezent am Fahrzeug verteilt. Wo viel drin ist, muss auch viel bedient werden. Das führt dann auch mal zur Lenkrad-Schalthebelparade. Schon etwas abgedreht geht es auch zu, wenn sich die Hochtöner der Soundanlage in den Fronttüren noch zusätzlich in Szene setzen durch eine Schraubbewegung in Richtung Passagiere. Aber man will ja auch denen, die da im Front sitzen, schon etwas Showtime bieten, denn im Maybach spielt die Musik hinten, eben eine Chauffeurlimousine. Für die Rückkehr des Namens hat sich Mercedes nicht nur für den Begriff Submarke entschieden, sondern zugleich ein neues Segment geschaffen. Zitat: Im engeren Sinne hat die Mercedes Maybach S-Klasse keine direkten Wettbewerber, da sie sich oberhalb des bisherigen S-Klasse-Segments und unterhalb des Segments der Ultra-Luxusfahrzeuge befindet. Tja, was bleibt, wenn man alle Supers, High-End, Tops und Spitzen sprachlich schon verballert hat? Eben Ultra, wie beim HD-Fernsehen oder als neue U-Klasse, was der nächste freie Buchstabe nach dem S und T wäre. Die Bezeichnung der Submarke bleibt trotzdem einer dieser stigmatisierten Doppelnamen, die immer nach Schnarrenhäuser Leutenberger klingen, also eigentlich Selbstbewusstsein zeigen sollen und dennoch nur ein peinliches Second-Hand-Image produzieren. Es gibt ja auch keinen BMW Rolls-Royce. Diese Tragebeutel sind natürlich weit entfernt von solchen Imageproblemen, zumindest preislich. Hier zu erkennen, die Fronttüren wurden im Vergleich zur Langversion der S-Klasse um 66 mm gekürzt, weil die Dreiecksfenster in die C-Säule zurückgesetzt sind. Die Sitzposition hinter dem Türausschnitt soll ein besonderes Gefühl der Privatsphäre erzeugen. Gegenüber der gestreckten S-Klasse führen die zusätzlichen 20 cm zu einer Länge von 5,43 m und einem Radstand von 3,37 m, also nichts für ein Parkhaus. Einer Legende nach habe Rolls-Royce früher auf die Frage, wie viel PS ihre Fahrzeuge denn hätten, nur geantwortet: genügend. Mercedes ist da legendenfrei. Wir sehen hier den MMS600. Der V12 B-Turbo zieht aus dem 6 Liter 530 PS und 830 Newtonmeter. Für umweltbewusste Manager gibt es auch eine Öko-Version, in der sich der 4,7 Liter V8 mit 455 PS und 700 Newtonmeter bescheidet. Dieser S500 soll dann nach Werksangaben mit 8,9 Litern im Schnitt unterwegs sein, was bei den CO2-Emissionen rechnerisch 207 Gramm pro Kilo bedeuten würde. Wie gesagt, der kleine. Der Kutscher vorne hat von all der Leistung nur wenig, darf er die Beschleunigung von 5 Sekunden bis 100 bei beiden Versionen nicht ausfahren, solange der Chef an Bord ist. Und laut werden muss er selber auch nicht mehr, dafür sorgt eine Sprachverstärkung über die Burmester Soundanlage, die die Kommunikation zwischen den Front- und Heckpassagieren erleichtert. Auch aus steuerlichen Gründen lässt sich das Passagierabteil zu einem luxuriösen Arbeitsplatz umbauen, was man schon daran erkennt, dass gegen Aufpreis in der Mittelkonsole warme oder kalte Getränke bereitstehen könnten. Für standesgemäße Durstlöscher auch versilberte, von Hand gefertigte Champagnerkelche. Sollte diese Form der mobilen Verhandlungstaktik noch nicht zum Ziel führen, bietet Mercedes ein weiteres Assistenzsystem, das Air Balance Paket. Und nun wieder Zitat: Exklusiv für dieses Modell konzipiert wurde der hochwertige Raumduft Agarwood. Das aus Adlerholz gewonnene Oud gilt seit jeher als eine der kostbarsten Ingredienzien,
wertvoller noch als Gold, und verleiht diesem Duft seine unnachahmliche Präsenz. Golden leuchtende Harzwärme vermählt sich mit markanter Holzigkeit, eingehüllt in kontrastreichen Rauch. Der Flieger startet um 20 Uhr. Wir werden pünktlich da sein. Vielen Dank. Einen schönen Tag. Wir übersetzen mal in Klartext. Lignum Aquilaria Agalocha heißt das Zeug als Droge und soll ziemlich Lall und Lull machen. Wer dann seine Entscheidung noch einmal eine Nacht überschlafen will, der findet in den Multikontursitzen des Komfortpakets die Bequemlichkeit etwas über dem Niveau der Business Class, inklusive Energizing-Massagefunktion nach dem Hot-Stone-Prinzip. Anders als sonst üblich wird wie das Sitzkissen auch die Lehne separat verstellt, wodurch Fußraum und Sitzreferenzpunkt gleich bleiben, also der ganze Sessel nicht nach vorne rutscht. Unter dem Fauteuil steckt noch ein Sitzkissen-Airbag, der das Durchrutschen unter den Gurt bei einem Crash verhindert. Tja, und weil man es aus alten Maybach-Zeiten noch im Regal hat, kommt bei einem Schiebedach auf Wunsch die Magic Sky Control Technology zum Einsatz. Auf Knopfdruck kann die Transparenz auf hell oder dunkel geschaltet werden. Ich würde es mir ein wenig bequem machen, die Fahrt ist lang. Alles klar. Und es kommt noch der ganze Stolz des Hauses hinzu. Die Mercedes-Maybach S-Klasse bietet ein vorbildlich niedriges Windgeräuschniveau und schlägt im Fond, trotz ihrer großen Scheiben, sogar das leiseste Auto der Welt, das S-Klasse Coupé. Für Fondpassagiere ist die Mercedes-Maybach S-Klasse die leiseste Serienlimousine der Welt. Bei den umfangreichen Messungen in Versuchsfahrzeugen wurde sogar die Liegeposition im Fond berücksichtigt, denn durch die Position des Passagiers weg von den Seitenscheiben hin zu Heckscheibe und Dreiecksfenstern entsteht eine neue akustische Situation. Diese Rekordwerte für die Ruhe beziehen sich allerdings nur auf das Fahrzeug. Nach solch einem Auto wirkt alles andere wie ein radikales Downgrade. Auch wenn der Maybach als Submarke von Mercedes wahrscheinlich nur noch halb so teuer ist, können sozial Unterprivilegierte die 200.000 nicht aufbringen. Da muss dann Ersatz her. Aber für unter 100.000 darf man nicht viel erwarten. Schon nah an der Armutsgrenze liegt da das Angebot von Audi. Mit lächerlichen 78.000 steigt man beim S6 Avant ein. Dafür gibt es auch nur einen Lieferwagen. Ein schicker Familienkombi und ein Sportwagen unter einer Karosserie? Das Ganze sehr diskret? Wer genau so etwas sucht, ist mit dem neuen Audi S6 Avant recht gut bedient. Auf den ersten Blick ist er ein harmloser Familienkombi, doch bei ihm grummelt es mächtig unter der Haube. V8T lautet das entscheidende Kürzel. Hier sorgt ein 8-Zylinder mit 4 Litern Hubraum und 450 PS für Vortrieb. Das Vorankommen erledigt der V8 sensationell. Kein Brüllen, kein Knurren, ein dezentes Sirren und ab geht die Post. Dank serienmäßigem Allradantrieb ohne Reibungsverluste. Beim S6 Avant dauert der Sprint auf Landstraßengeschwindigkeit 4,6 Sekunden. Auf der Autobahn stürmt er ohne weiteres Zucken, wenn es geht, auf die Spitzengeschwindigkeit von 250 km pro Stunde. Wer ihn am besten alleine mal über eine kurvige Landstraße scheuchen kann, der merkt sofort, beziehungsweise er merkt es halt eher nicht, welche Kapriolen das Fahrwerk ohne auch nur zu zucken mitmacht. Die adaptive Luftfederung passt sich automatisch oder per Hand auf den Fahrstil an. Von sportlich hart bis komfortabel weich. Alles ist einstellbar. So schafft der S6 den Spagat, je nach Bedarf, entweder komfortabel oder eben sportlich zu federn. Allerdings hat der Spaß seinen Preis. Zum einen bei der Anschaffung. Mindestens 78.000 Euro sind fällig. Und zum zweiten ist er trotz Zylinderabschaltung immer noch recht durstig. 4 Liter Hubraum und 8 Zylinder wollen eben, wenn sie ihre Leistung bringen sollen, versorgt sein. Wer ihn ausreizt, wird den S6 kaum unter 10 Litern super fahren. Andererseits, Audi hat ihm zumindest einen großen Tank verpasst. 75 Liter Sprit kann er bunkern. Das ist dann wohl eine etwas andere Art der Lösung von Reichweitenproblemen. Nicht nur der Tank ist großzügig bemessen. Sowohl im Innenraum sowie im Kofferraum ist das Platzangebot reichlich.
Hier gehen, wenn er bis unter die Dachkante gefüllt wird, 1680 Liter Ladung rein. Wer die Rücksitzlehnen stehen lässt, der kann immerhin fast 600 Liter reinpacken. Den S6 gibt es von Haus aus mit permanentem Allradantrieb Quattro und der adaptiven Luftfederung. Die Karosserie liegt um 20 mm tiefer. Unser Testwagen ist dazu noch mit den optionalen 20 Zöllern ausgerüstet, kombiniert mit der wirklich fantastisch zupackenden Audi Keramikbremse. Der Innenraum lässt sich ebenfalls aufs Feinste konfigurieren. Carbon, weiches in Wabenform vernähtes Leder, der große Bildschirm in der Mitte mit allen relevanten Anzeigen und Bordfunktionen. Damit es noch schneller geht, hat der Bordcomputer einen neuen Chip bekommen. Schließlich braucht ein schnelles Auto auch einen schnellen Rechner. Ach ja, und wem das alles zu schnell, zu teuer, zu viel Auto ist, kein Problem. Der Einstiegsbenziner mit dem neuen 1,8 Liter TFSI-Motor mit 190 PS macht seine Sache ebenfalls gut. Und der ist schon für unter 40.000 Euro zu haben. Das war's auch schon mit unseren Geschenkideen für Weihnachten, dem Fest der Liebe. In unserer nächsten Sendung haben wir wieder mal den Gastauftritt einer Marke, die im Klischeedenken gut zur Jahreszeit passt. Und wir haben eine kleine Heldenstory für Sie nachgezeichnet. Bleiben Sie also gelassen und nervenstark, denn länger als 4 Wochen halten das alles selbst die Weihnachtsfundamentalisten nicht aus. Und es ist ja nicht nur eine christliche Utopie, dass es doch netter wäre, wenn alle zueinander netter wären. Wir können es ja mal versuchen, nur ein paar Tage lang. Bis zum nächsten Mal.